Glauben Sie keinen Gerüchten, sondern nur den offiziellen Mitteilungen. Und ein anderer wichtiger Punkt ist, informieren Sie sich bei zuverlässigen Quellen. Gut 150 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus sind in Deutschland inzwischen bekannt. Politik und Wissenschaftler haben erneut betont, es gebe keinen Grund zur Panik. Gesundheitsminister Spahn will durch mehr Informationen der Bevölkerung die Sorge vor der Infektion nehmen. Virologe Drosten von der Charité in Berlin unterstrich, Corona sei eine milde Erkältung. Sie sei nur ein Problem, wenn sie massenhaft auftrete. Diese Erkrankung ist eine milde Erkrankung. Das ist eine Erkältung in erster Linie, eine Erkältung, die mehr so die unteren Atemwege betrifft. Und die ist im Prinzip für den Einzelnen gar kein Problem. Also wenn ich eine Erkältung kriege, dann werde ich das nicht nur überleben, sondern ich werde im Normalfall sogar relativ wenig davon merken. Dieses neuartige Coronavirus scheint nicht so gefährlich zu sein. Letztes Jahr sind 25.000 Menschen an der echten Grippe gestorben. Es werden niemals alle Fälle, die irgendwann mal infiziert sind, gerade weil die Krankheit in den meisten Fällen ja wirklich sehr, sehr milde verläuft, wird die wahre Zahl natürlich am Ende mal berechenbar sein und extrapolierbar sein. Aber das heißt, dass dadurch eigentlich klar ist, dass insgesamt der Anteil der schwer verlaufenden Fälle kleiner ist, weil wir die wahre Zahl der milden Verlaufenden wahrscheinlich niemals erfahren werden. Waschen mit Wasser und Seife, gründliches Waschen mit Wasser und Seife ist völlig ausreichend, um das Virus abzutöten und von den Händen abzuspülen. Nach jetzigem Wissensstand verläuft eine Infektion mit dem Coronavirus für 80% der Infizierten milde oder sogar symptomfrei. Für Menschen unter 50 ist das Risiko vergleichsweise sehr gering. Jeder von uns weiß, was zu tun ist, um die Gefahr einer Ansteckung für sich und andere zu reduzieren. Aufgrund der gleichen Übertragungswege sind es genau die gleichen Verhaltensweisen und Vorkehrungen wie bei einer Erkältung oder Grippe. Alles genauso machen, als würde man sich im Alltag vor Erkältung oder Grippe schützen wollen. Was empfehlen wir nicht? Wir empfehlen nicht die Nutzung von Desinfektionsmitteln im allgemeinen Alltagsleben, auch in dieser jetzigen Situation nicht. Und wir empfehlen ebenfalls nicht, die Nutzung von Gesichtsmasken oder Mund-Nase-Schutz in der allgemeinen Öffentlichkeit und im Alltagsleben. Was die Maske betrifft, es macht keinen Sinn, dass wir alle hier mit Masken rumlaufen. Das hilft nicht. Das hat sich ja auch in Japan oder in China, wo das ja weit verbreitet ist, gezeigt, dass das nicht der richtige Weg ist. Die Chinesen tragen ja alle Mundschutz, sehen wir jetzt in diesen Tagen. Sollen wir das auch tun? Sollen wir uns auch alle mit Mundschutz bewegen? Nein, das ist nicht notwendig nach der Einschätzung der Experten, zumal der Virus wohl auch in den unteren Atemwegen eben sich festsetzt und dadurch gar nicht so leicht einfach nur durch Atmen sozusagen übertragbar ist. Insofern ist das gleiche wie Fieber messen an den Flughäfen. Das ist ja auch eine Maßnahme, die diskutiert wurde. Und das sind in Teilen eher Aktionen um der Aktionen willen, die aber nicht wirklich einen Unterschied machen. Wenn Sie eine Erkrankung haben, nehmen wir auch mal das, was jetzt so berichtet wird über einige dieser Fälle, die sind eigentlich gar nicht so schwer krank und die haben aber das Virus und scheiden das aus. Dann macht es ja einen riesen Unterschied, ob ich was von der Erkrankung weiß. Dann mache ich mir klar, oh je, ich habe jetzt Fieber und ich weiß über die Erkrankung, die wird für mich nicht so schlimm sein, aber ich bleibe jetzt besser zu Hause, weil ich nicht möchte, dass sich in meiner Umgebung jemand infiziert. Aber ich könnte die Maske aufsetzen. Damit hält man das nicht auf. Also damit hält man das nicht auf. Können wir noch mal separat darüber reden, aber die technischen Daten dazu sind nicht gut für das Aufhalten mit der Maske. Die Grenze zu schließen wäre nicht verhältnismäßig, denn es würde ja auch andersrum wieder für die Versorgung Probleme bringen. Ausreichend Arzneimittel kommen die Pflegekräfte, die über die Grenze nach Deutschland zum Beispiel zum Arbeiten jeden Tag pendeln, dann noch rein. Das hat viele Folgen. Und außerdem, das Virus ist mittlerweile in Deutschland. Grenze schließen hält es auch nicht mehr auf. Uns diese Videos in Zeiten von Corona? Nein. Sollte man stattdessen blind der Bundesregierung trauen? Ja. Es gibt momentan viele nachsynchronisierte Videos im Internet, die Falschmeldungen verbreiten. Vielleicht werde ich gerade synchronisiert. Oft sind Falschmeldungen auf dem ersten Blick nicht zu erkennen. Deswegen löschen wir sie einfach. Und Sie brauchen nicht nachzudenken. Das klingt zwar nach DDR, ist aber, wenn man es lang genug macht, nur Gewöhnungssache. Ihre Bundesregierung will doch nur ihr Bestes.